Willkommen zurück, Leute, zu The Walking Dead Michonne. Einem kleinen Telltale-Zwischenprojekt. Was sehr schön ist. Was ist, wenn wir nochmal Pete entsprechen? Hat er nochmal was zu sagen oder nichts mehr? Whatever we ran into, did a goddamn number on the boat. Damn. Ja, genau, sehe ich auch so. Ich würde noch mal gerne die Taschenlampe verwenden, weil wir irgendwie mit der noch nichts gefunden haben. Aber vielleicht tun wir das ja, wenn wir jetzt mit ihm geredet haben. Oh ja. There it is. Hey Pete. Figured out what we're stuck on. Damn. At least it's not Rashid's boat. Hey Michonne. Hope no one's still on that boat. I don't want to die like that. Sorry. I just seen a lot of bad shit go down. I don't want to see this fall apart, you know? I've seen better places than this get torn to shreds. It's not gonna fall apart. Maybe you're right. I shouldn't let him see me slacking off like this. Let's round up the crew. Michonne and I will scout the ferry, see what we can find. All right, so we're just gonna sit around waiting for you. Da ist unsere Machete, die nehmen wir. You've got work to do. You didn't answer my question, though. Oh, Christ, here we go again. Guys. You three, catch the boat, pull out of here, and lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Stay near the boat and keep her safe. Michonne und das Katana sind ja sowieso eins. Niemand kann besser damit umgehen als sie. Don't let this turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Kommandierst du mich jetzt herum? Da kann ich nicht widersprechen, das ist der Plan. Pete means well, but you know what they say about good intentions. We'll get what we need and get out. That's the plan. Good. Come on, let's get going. You ready? Natürlich wird uns da wahrscheinlich irgendwas passieren wieder, aber trotzdem sind wir sehr gespannt, was da passiert und vor allem bin ich gespannt, welche Entscheidung wir dort treffen müssen, denn in diesen Spielen muss man ja immer schwierige Entscheidungen treffen, das macht diese Telltale-Spiele ja aus. Aber was wäre es denn, wenn wir es nicht wagen würden? Oder wenn sie am Anfang abgedrückt hätte, dann würde sie das gar nicht erleben. Das ist immer ein gutes Zeichen. Dann hör einfach auf zu reden. Irgendwas stimmt nicht. Kind of peaceful in a way. I don't know. Something's not right. Ever the optimist. You know, something's really been bothering me. And I have to ask. What? Do you think this looks dumb? Oh, what? I don't know. Oak's been giving me shit about it. Says I look like a pirate. What do you think? Sieht gut aus. Da hat nicht Unrecht. Ist wirklich wichtig. Well, fuck Oak. What does he know? I knew you were all right. I think it ties the look together. Knew I'd get you to loosen up sooner or later. You're always so serious. It's gotta be exhausting. Stell dein Glück nicht auf die Probe, du übertreibst. Es gibt nicht viel, worüber man lachen kann. Just makes it hard to get to know people. Don't test your luck now. You know, when we first brought you on board, never thought you'd decide to stick around. You didn't talk to anybody. I just assumed you'd take off the minute you got your strength back. Well, I keep expecting to wake up and find this dinghy gone, and you with it. Bleibe nicht für immer. Möchtest du, dass ich verschwinde? Ich mag euch, Jungs. Haven't got sick of me yet. I'm not staying here forever, Pete. No one's gonna keep you here if you don't want to be here. When we met, you were... I mean, I saw what you were about to do. You haven't had it easy out there.
Es hilft, auf dem Boot zu sein. Ich habe nichts dagegen, alleine zu sein. I don't want to make you talk about it. Not unless you want to. Being out on the water, keeping busy. It helps. If I stop even for a minute, it starts to catch up to me again. When things are quiet, I end up thinking too much. You know, before this, I was just on my own, like you were. Convinced myself I liked it that way. But after a while, I just... Nein. Oh, so viele auf einmal. Nein! Schnell weg da. Beide leben noch, Gott sei Dank. That was almost us. Guess I should have kept my mouth shut, huh? I can't believe it. Das hätte viel schlimmer sein können. Danke für die Rückendeckung. Jesus. Thanks for having my back. Me? No, you did all the work. Yeah, that's twice you saved my life. Ich mag die beiden irgendwie zusammen. Verstehen sich ja ganz gut. Allerdings merkt er sich jetzt, dass sie ja nicht für immer bleibt. Das habe ich aber gesagt, mit dem Hintergrundwissen, dass sie ja eigentlich nur zwischenstationsmäßig bei denen ist. Und wenn sie am Ende eh geht, dann wollte ich jetzt nicht lügen. Das might be someone who can tell us where everyone went. There's no sign. Vielleicht sind sie drin. Sind sie wahrscheinlich nur irgendwas, hat ihnen Angst eingejagt. It could be in there somewhere. Yeah. Being really quiet. Well, unless we can find another boat. Looks like we're stuck here. Wir finden eine Lösung. Wir müssen zurück, suchen wir nach deinen Freunden. Doesn't mean it is, though. Let's see if we can find your friends. Doesn't look like anyone's here anymore. But maybe we'll find something inside. Looks like there's two ways in. The ladder or the window. Ich will irgendwie die Leiter nehmen. Was ist eigentlich mit denen? Kommen die nicht hinterher? Ja, würde ich auch sagen. Machen wir uns doch mal auf die Socken. Untersuchen. Was haben wir hier? Was ist das? Ansehen. Die Stützen. Someone took a lot of care to keep this ferry from listing. Wonder where they are. Oh, das frage ich mich auch. We could get to the upper deck this way. This thing doesn't fall apart. Wir versuchen es einfach mal. Ich versuch's einfach mal mit der Leiter. Was ist hier noch? Mobjack. Da haben wir es ja. That girl said the name Mobjack. I wonder if this is what she was talking about. Ja gut, dann nehmen wir mal die Leiter. Ja. All right. Let's hope this thing holds. Ja, das wird schon halten. Come on. Don't fall. Thanks. Wie wär's mit einer nach dem anderen klettern? Das wäre schon mal hilfreich. Ach, das war klar. So, dann hoch mit dir. Schon. Geht einfach schnell weiter, mein Gott.
brauchen die denn so lange? Willst du nicht mal klettern? So, zählt ihm mal. Ja, komm, da kann man doch schnell hoch. Gut. Seems like this place was someone's home for a while. Do you think your friends came through here? It's hard to be sure. We should look around. Ah, es war doch gar nicht so eine schlechte Entscheidung. Was haben wir denn hier? Here we go. Haben wir da drinne? Nichts. Nothing but a hunk of old metal. Na toll. Aber man könnte das Ding doch da als Waffe nehmen. Vor allem er. Da haben wir eine Karte. Maybe we'll find something down there. We'll have to go through the cafe to get to the stairs. You're just looking for Mr. Honey. Mhm. So, da flattern die Vögel auch gleich weg. Die Krähen. Oh, was haben wir hier? Da ist noch was auf der Bank. Ja, mein Gott. Macht halt auch keiner wieder alles heil, wenn es kaum Menschen gibt, die es heil machen können. Da lag doch aber noch was. Unten lauern die Zombies. Die Walker. Zombies darf man ja nicht sagen. Ja, erstmal machen wir uns um das hier Gedanken. Und dann gehen wir mal zur Tür und schauen mal nach. Na toll. Wie wäre es mit dieser komischen Stange? Genau. Wir wollen ja nicht unsere schöne Machete irgendwie zerstören. Im Moment sieht es da drinnen recht still aus. Und da ist auch eine Krähe, da passiert nichts. Ich glaube, erst wenn die Krähen weg... gut, da ist ein bisschen blutig und so, aber... Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, komm. Mach es einfach. Ja, man fasst ja nur rein. Also, kannst ja auch schnell wieder rausziehen, wenn du nur irgendein Geräusch hörst. Ja, komm. Oh, da ist tatsächlich einer. Huhu. Da ist ein Walker. Aber nur einer. Michonne, sag ich schon. Michonne hat ihre Machete dabei. Den kriegt man ja wohl hin. Den wecken wir jetzt erstmal auf. Das Gruselige bei The Walking Dead ist ja immer, dass die Leute nie wissen, was sie überhaupt erwartet, wenn sie dann in irgendein Gebäude reingehen. In dem Fall. Die wachen aber wieder auf, ne? Also, ich würde die. Ich
Ich würde ja gar nicht immer erst darauf warten, dass die aufstehen. Das verstehe ich halt nicht. Ja, gut, okay. Dann wurde das schon erledigt. Ich wollte gerade sagen, warum kümmern die sich darum nicht? Die Arme. Nee, eher nicht so. Was denkst du? Das ist jetzt einfach zu viel für mich. Okay, so harsch wollte ich eigentlich nicht antworten, aber weiß man ja immer nicht, wie sie das sagen. Da sind aber noch welche, die leben. Nie hat man seine Ruhe. Wo einst Menschen sind, waren, da wandeln heute Walker. Oha. Stehen die auch noch auf? Irgendwie sieht der auch noch aus, als ob der aufsteht. Der könnte aber einen Kopfschuss haben und die andere auch. Michonne, pass auf. Okay. Da ist ein Pfeil nach oben. Können wir hier irgendwo hin? Na lecker. Finde, der macht viel zu viel Krach. Das ist nicht unser Problem. Suchen wir weiter nach Leuten. Ich hoffe, er merkt es sich jetzt nicht im Schlechten. Aber wenn das so ist, ist das so. So, ich darf hier die Tür langsam aufmachen. Irgendwas hat er gesagt, bleib wachsam. Kein Anzeichen von Menschen, keine Streuner. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn die beiden sich gut verstehen. Weiß aber gerade nicht, wie viel Einfluss ich auf ihn habe, dass er irgendwie nicht hinterher voll aufgibt jetzt. Ja, weil er weiß ja eh, dass sie geht und Menschen verändern sich zum Schlechten und nicht, dass er halt irgendeinen Scheiß baut, weil ich ihn jetzt hier beeinflusse. Sowas mag ich immer gar nicht.
Vielleicht versteckt sich hier noch jemand. Munition, Antibiotika, Konserven. Und Zigaretten. Okay. Aber sie wollen das jetzt nicht mitnehmen, oder? Gucken, was wir hier noch finden. Wozu, warum will sie das Geld? Habe ich gerade mir auch gedacht, so, braucht man das Geld überhaupt? Also braucht man noch echtes Geld? Ich meine, alle kidnappen einfach oder stehlen einfach in so einer Zombie-Apokalypse, aber die Frage ist, gibt es noch welche, die mit Geld handeln? So? Die Tasche haben wir uns eigentlich schon angeguckt. Nee, eigentlich nicht. Fühlt sich wie eine Falle an, das gefällt mir nicht. Deswegen lassen wir die Tasche erstmal da, wo sie ist. Nicht, dass uns das noch Konsequenzen bringt. Ist nicht, dass da irgendwie ein Auslöser in dieser Tasche ist oder so. Dass wenn man die einfach nimmt, dass dann irgendwas passiert. Weil jemand, der hier lebt, könnte ja auch einfach immer an die Tasche gehen, wenn er was braucht und es so rausnehmen. Er muss ja nicht die ganze Tasche runternehmen, wisst ihr? Ja, genau. Ja. Hätte ja klappen können. Wenn wir hier rumgehen, was haben wir hier? Alles rein in die Sporttasche? Oh.